Schon, dass der Immobilienmanager Award mittlerweile eine feste Größe in der Branche geworden ist und dass es auch für die Unternehmen ein Ansporn ist, sich zu bewerben und mitzumachen. Mir gefällt die Location sehr gut. Sie hat wirklich ein bisschen was Kribbelndes an sich. Ich mag die Art der Veranstaltung. Es ist ja fast wie Bambi. Was ich mir von dem Abend erwarte, spannende Awards, tolle Auszeichnungen, vor allen Dingen einen sehr sympathischen, charmanten und geselligen Abend. Eine tolle Location, gut gewählt und dann auch im Herzen von Köln, mitten in Ehrenfeld, ganz prima. Ich bin nahezu verwundert, dass wir immer noch in diese Halle passen. Ich dachte, im vierten Jahr wäre sie langsam zu eng und ich denke, das ist was, was wir in den folgenden Jahren beim Anhalten Erfolg sicherlich noch erleben werden. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf die Preisträger. Ich bin gespannt, wer dies Jahr die Trophäen mit nach Hause nimmt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie zur Verleihung und das Immobilienmanager Award hier begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, jetzt wird's ernst. Nicht nur ein Hauch von Nebel, sondern auch ein Hauch von Hollywood umspielt Köln-Ehrenfeld jetzt. Und wir kommen zur Kategorie 1. Gewinner des Immobilienmanager Award 2012 in der Kategorie Management ist Corpus Sireo. Gewinner des Immobilienmanager Award 2012 in der Kategorie Investment ist Ehrlicherweise muss ich sagen, haben mir ein bisschen die Worte gefehlt, weil das wirklich sehr überraschend war. Wir wollten den haben, weil das ist der Award in Deutschland für Immobilien und wir wollten zeigen, dass eine Bank auch sowas leisten kann, gerade mit einem Bestandsprojekt. Ja gut, wir haben Finanzkrise gehabt, wir haben jetzt die Staatsschuldenkrise und Banker sind nicht en vogue. Aber Banker und Banken sind notwendig für die Volkswirtschaft. Und deswegen hat es mich positiv überrascht, dass ich die Wahl gewonnen hatte. Ja, also das hat mich wirklich überraschend getroffen. Ich finde den erstens mal sehr gelungen, auch gestalterisch, muss ich ehrlich sagen. Auch hier, was dann, er präsentiert sich auch sehr gut auf der Leinwand. Und dann werde ich ihm schon Ehrenplatz, werde ich schon finden, in meinem Büro nehme ich mal an. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt zum Abschluss unserer heutigen Veranstaltung nochmal alle Preisträger mit ihrem Immobilienmanager Award hier auf die Bühne bitten, damit wir nochmal gemeinsam sehen, wer in diesem Jahr in den 14 Kategorien den Immobilienmanager Award 2012 gewonnen hat.